Liebe Leserinnen, liebe Leser, heute möchte ich Sie gemeinsam mit meinem Kollegen Robert Corvus herzlich willkommen heißen zu einem Leseformat, das wir in diesen schwierigen Zeiten anbieten möchten. Wir nennen es Lesung an der Feuergrube. Feuergrube, weil es in den Langhäusern der Torwaler, den Helden unserer Filiasson-Romane, eben solche Feuergruben gibt und zu sehr seltenen Anlässen mag dort ein Schriftgelehrter erscheinen, der aus Büchern vorliest. Wir lesen heute aus dem 8. Roman der Filiasson-Saga mit dem Titel Elfenkrieg. Diese Romane haben eine Besonderheit. Jedes der Bücher hat einen sehr, sehr langen Prolog, in dem jeweils eine neue Figur aus dem großen Ensemble von Hauptfiguren aus den Romanen vorgestellt wird. Heute geht es um Leomara. Viel Spaß beim Lauschen. Wir befinden uns in Kuslik am 30. Tag im Frostmond vor 5 Jahren. Beim Winterbaskenball durfte Leomara della Riscati genauso lange aufbleiben wie die Erwachsenen. Das fand sie nur gerecht. Schließlich hatte sie artig Mittagsschlaf gehalten und beim Abendmahl ohne Zappeln auf ihrem Stuhl gesessen. Außerdem war sie schon 5,5 und überhaupt nicht müde. Der Palazzo sah ganz anders aus als an anderen Tagen. Alle Türen standen offen, aber überall hingen weiße Stoffbahnen. Nie hatte Leomara so gut mit ihrer Schwester Vidora Fangen spielen können. Sie quietschte vor Vergnügen, während sie zwischen den Beinen der Erwachsenen, den Schleiern und den Möbeln umherflitzte. Ihr Bruder machte natürlich nicht mit. Mit Ausnahme von Leomaras Vater, an dessen Bauch sie gut kuscheln konnte, waren alle Jungs doof. Vorsichtig zog Leomara eine Stoffbahn zur Seite, die vor dem Durchgang vom ovalen Saal zur Empore des Empfangssaals hing. Sie vermutete Vidora dahinter. Aber ihre Schwester überraschte sie, indem sie hinter Leomaras Rücken kreischte und mit vorgestreckten Armen zwischen den Erwachsenen auf sie zugerannt kam. Vidora war als Adler verkleidet. Ihre rauschenden Federn und die gelb angemalten Hände sahen fantastisch aus. Leomara kreischte ebenfalls und flüchtete auf die Empore. Sie rammte ein paar Beine in einer schwarzen Hose, prallte ab und fiel auf den Po. Trotz des Marmorbodens tat sie sich nicht weh, weil sie das beste Kostüm auf dem ganzen Maskenball trug. Leomara war ein Einhorn, aber ein sehr pummeliges, wegen der überall eingearbeiteten Kissen. Dadurch war sie gut gepolstert. Sie hatte ja Neto gerammt, den uralten Hausdiener. Freundlich lächelte er Leomara an. Weil er nicht zu den Gästen gehörte, trug er auch keine Maske. Wenn andere Kinder zu Besuch kamen, ängstigten sie sich oft vor seinen buschigen Augenbrauen, aber Leomara wusste, dass er nett war. Auch jetzt beugte er sich herab und reichte ihr die Hand. Darf ich euch aufhelfen, Signorina? Leomara warf einen skeptischen Blick auf Vidora, die aber unentschlossen im Durchgang verharrte. Also konnte sie so würdevoll aufstehen, wie das einem pummeligen Einhorn eben möglich war. Sie überlegte, ob sie sich bei Janeto entschuldigen sollte, aber der war ja nur ein Diener. Außerdem war Leomaras Kostüm ausgesprochen flauschig. Sogar das hellgraue Horn auf ihrer Stirn bestand aus weichem Stoff. Sie konnte ihm nicht wehgetan haben. Leomaras Mutter stand ebenfalls auf der Empore, nahe der obersten Treppenstufe. Sie war schlank und elegant und trug ein schneeweißes, enges Kleid und Handschuhe aus dem mit schwarzen Kringeln gemusterten Fell einer Raubkatze und war die schönste Frau der Welt. Wenn sie groß war, wollte Leomara genauso aussehen wie ihre Mutter. Man hatte ihr gesagt,
dass das möglich war, weil Kinder ihren Eltern immer ähnelten. Das hatte Liomara Widora erzählt und sie hatten sich gestritten, weil sie schließlich beide Töchter ihrer Mutter waren, aber später als Erwachsene nicht gleich aussehen wollten. Aber vielleicht käme es gar nicht so schlimm. Immerhin war Widora viel älter als Liomara, ganze 5 Jahre. Gut möglich, dass sie schon lange tot wäre, wenn Liomara erwachsen würde. Als vornehme Dame, Cavaliera und außerdem die Herrin dieses Hauses trug Leomaras Mutter beim Winterball natürlich eine Maske. Die verbarg den Bereich um die Augen und lief nach außen in Zacken aus, ein bisschen wie die Flügel einer Fledermaus. Kristallstaub, der in allen Regenbogenfarben schillerte, bedeckte sie. Das Interessanteste daran war, dass diese Farben wanderten, sobald Leomaras Mutter den Kopf bewegte. Jetzt wandte sie ihn ein wenig, um von Leomara zu Widora zu sehen. Ihre Unterlippe zuckte, ein sicheres Anzeichen dafür, dass sie ein bisschen böse war, aber nicht so böse, dass sie Stubenarrest verhängen würde, und sie schüttelte den Kopf. Widora schlurfte mit hängenden Schultern zu Leomara. Jetzt sah sie weniger aus wie ein Adler als wie eine braune Taube nach einem erschöpfenden Flug. Heute Abend spielen wir wohl besser nicht mehr fangen. Liomara sah sich um. Überall standen die Erwachsenen beisammen. Die meisten trugen, wie ihre Mutter, Masken, die nur den Bereich um die Augen verbargen, manche aber auch Larven, die das gesamte Gesicht bedeckten. Damit konnte man natürlich weder essen noch trinken, aber sie sahen viel interessanter aus. Einer war ein Achatz mit grünen Schuppen, ein anderer ein Werwolf mit struppigem Fell und auch einen Vogel mit armlang vorkragendem Schnabel hatte Leomara entdeckt. Am besten gefiel ihr der dickliche Mann, der die Maske einer lieblichen Fee mit geröteten Wangen trug. Er hatte sogar durchscheinende Schmetterlingsflügel auf dem Rücken und konnte Sternchen aus einem Beutel verstreuen, die klingelten, wenn sie auf den Boden fielen. Was wollen wir denn dann spielen? Fragte Leomara. Im Spielzimmer hinter der Empore gab es nur Spiele für Große, also Karten, Würfel und schwierige Sachen, die man mit Mammutonfiguren auf gemusterten Brettern spielte und bei denen man zwischen den Zügen lange nachdachte und traurig aussah. Natürlich könnten Sie das Kinderspielzimmer mit den Puppen und den Rätselfiguren benutzen, die Onkel Pascal immer schickte, aber dann würden Sie das Besondere des Maskenballs verpassen. Während Widora überlegte, breitete sich ein Murmeln unter den Erwachsenen aus, in das sich überrascht klingende Rufe mischten. Die Männer und Frauen zeigten auf das Gemälde von der Gesandtschaft beim prächtigen Schafhirt, das die Wand über der Freitreppe einnahm. Letzte Woche war ein Maler gekommen und hatte Leomaras Mutter in diesem Bild mit demselben Kristallstaub veredelt, der heute auch ihre Maske bedeckte. Fasziniert hatte Leomara dem Mann im weißen Kittel zugesehen, wie er auf der Leiter gestanden und den Staub mittels eines Rohrs auf die Wand gepustet hatte. Damit er wirklich nur auf Leomaras Mutter kleben blieb, hatte er vorher den Umriss dieser Figur in einem Laken ausgeschnitten, das er vor das Bild gehängt hatte. Aber die Aufmerksamkeit der Erwachsenen galt nicht der Verfeinerung des Gemäldes, obwohl viele von ihnen zu Beginn des Abends anerkennende Bemerkungen dazu gemacht hatten. Das konnte Leomara gut verstehen, denn bei dem Wandbild tat sich Spektakuläres. Es brannte. Nicht das ganze Bild, aber über die gesamte Breite von der im Halbschatten stehenden Figur von Onkel Pascal und auf der anderen Seite über die Fürstin Cosmina in ihrem Schuppenmantel hinaus züngelten Flammen. Sie bildeten drei Reihen, während die einzelnen Flammen klein blieben.
Wie bei einer Laternenflamme mit langem Docht breiteten sich die brennenden Linien immer weiter aus und gruppierten sich zugleich. Leomara erinnerte das daran, wie sich die Erwachsenen bei den Hoftänzen zusammenfanden, bei denen sie letzte Woche hatte zuschauen dürfen, als der Tanzlehrer den Palazzo besucht hatte. Lustig hatte Leomara gefunden, dass dieser Tanzlehrer die ganze Zeit mit den Erwachsenen geschimpft hat. Leomara war sich nicht sicher, ob die Gäste des Winterballs jetzt ebenfalls schimpften. Jedenfalls riefen sie immer lauter. Die Flämmchen ordneten sich zu Strichen und Schnörkeln. Das waren Buchstaben. Leomara lernte noch nicht lange lesen. Sie kannte erst wenige Schriftzeichen. Sie zupfte ihre Schwester am gefiederten Arm. Was steht da? Ex setzte die Dora an Exen. Was denn jetzt? Du bist doch schon alt und kannst lesen. Das ist ganz undeutlich geschrieben, verteidigte sich Vidora. Außerdem verwischen die Flämmchen alles, weil sie nach oben züngeln, als wenn ein Tollpatsch mit dem Ärmel über nasse Tinte wischt. Echsenmetze, empörte sich ein Gast mit einer Maske, die mit rosafarbenen Federn verziert war. Drachendirne, Schafirsklave. Mit gerunzelter Stirn, es war wichtig, die Stirn zu runzeln, wenn man sich konzentrierte, das machten die Erwachsenen auch immer, versuchte Leomara, die Buchstaben, die sie kannte, in den drei Flammenreihen zu finden. Was der Gast gerufen hatte, mochte tatsächlich dort stehen. Die Rufe schwollen weiter an. Einige Gäste schubsten sich gegenseitig, andere sprachen aufgeregt miteinander. Leomaras Mutter stand starr wie eine Statue. Skandal! Rief jemand. Offenbarung, ein anderer. Steht das Haus della Vescati zur Königin oder doch zur Fürstin? Oder zu jemand ganz anderem, zu einem Geschuppten. Der Prächtige ist ein Freund der. Niemand weiß, was für Pläne in einem gehörnten Schädel. Verschwörung! Leomara bekam Angst. Zwar war ihr Kostüm gut gepolstert, aber wenn Erwachsene aufeinander losgingen, brauchte man eine Rüstung aus Eisen, sonst starb man. Das hatte ihr Bruder ihr erklärt. Sie lief zu ihrer Mutter. Bevor sie diese erreichte, geschah etwas Seltsames. Ihre Schritte wurden langsamer, getragener. Leomaras Ellbogen hoben sich. Sie stemmte die Fäuste in ihre flauschigen Hüften und drückte ihre Brust heraus. Aus ihrem Mund rollte ein tiefes Lachen. Das klingt besser, als man hoffen durfte. Ihre Stimme war so dunkel wie die von Großonkel Jutello, einem Mann, den alle mochten, vielleicht weil er so dick und gemütlich war. Die Menschen um Leomara verstummten und wichen von ihr zurück. Alle sahen sie an, auch ihre Mutter. Unsichtbare Finger zerrten an Leomaras Wangen und an ihrem Kinn, kneteten ein breites Grinsen in ihre Miene. Ich bin mein Silber wirklich wert. Ihre Zunge sprach diese Worte, ohne dass sie zuvor im Verstand des Mädchens gewesen wären. Leomara fühlte sich wie eine Handpuppe, mit der jemand anderes spielte. Die Erwachsenen bildeten eine Gasse für sie. Das gefiel ihr. Der Puppenspieler ließ sie zur Treppe schreiten. Als Hofgaukler verspotten sie uns, aber sie selbst durchschauen noch nicht einmal eine simple Illusion. Ein finsteres Lachen quoll aus ihrem Mund.
Nun, von dieser Gaukelei! Eine weite Geste riss Leomaras rechten Arm herum, sodass er auf die Flammenschrift deutete, wird gewiss etwas hängen bleiben. Sie werden tuscheln, intrigieren, verdammen. Man braucht sie nur ein wenig anzufüttern, die feinen Leute, dann werfen sie mit Vergnügen den dreckigsten Schlamm aufeinander. Wer lacht zuletzt? Wer lacht besser? Der Gaukler oder der Patrizier? Stella della Rescati jedenfalls. Leomara wirbelte so rasant auf der Treppe herum, dass sie fürchtete, die Stufen hinunterzufallen, stand aber sicher wie eine Schlafwandlerin. Diese Cavaliera wird nun viel damit zu tun haben, den Schaden an ihrem Ruf zu begrenzen. Und so wird ihr die Zeit fehlen, meinem großzügigen Gönner in die Quere zu kommen. Leomara sah, Wie eine Dame in einem perlenbestickten Kleid mit ihrem Fächer das Sonnenrad, das Zeichen des Preios, in ihre Richtung schlug. der Puppenspieler ließ das Mädchen seinen Weg die Treppe hinunter fortsetzen. Ich bin wirklich eine exzellente Investition. Der Gaukelmagier bringt mehr ein als der angesehenste Gelehrte. Merkt euch das, ihr Hochnäsigen! Ein Mann in einem roten Mantel, der eine weiße Maske mit einem gebogenen Schnabel trug, rannte zur Haustür. Leomar sah noch, wie sich ihm zwei Männer, die Stoffbahnen um ihre Köpfe gewickelt hatten, entgegenstellten. Dann wurde ihr schwarz vor Augen, als hätte jemand in einem geschlossenen Raum die letzte Kerze ausgepustet. Der Puppenspieler ließ von ihr ab und mit ihm verließ sie auch die Kraft. Sie merkte, wie ihre Knie nachgaben. Als ihr Denken wieder einsetzte und sie die Lider aufschlug, wurde Leomara getragen. Janeto hielt sie auf den Armen. Besorgt sah der Diener sie an. Sie ist wach. Er blieb stehen. Es war ihr peinlich, dass sich die Erwachsenen um sie versammelten. Die Masken gefielen ihr jetzt überhaupt nicht mehr. Sie gaben den Blicken, mit denen man sie musterte, etwas Starres. Lass mich runter, bat sie den Diener. Janeto stellte sie auf die Füße. Leomara sah den Mann mit dem roten Mantel auf einem Polsterstuhl sitzen. Die Maske trug er nicht mehr, deswegen erkannte sie die Wut in seinem Gesicht, als er zu ihr herübersah. Sein linkes Auge war geschwollen, vor ihm standen mehrere Erwachsene, die wachsam auf ihn hinabblickten. Ein Magier aus Grangor, wisperte jemand. Was für eine Schande für die Academia Mysteria Arcana Illusionis Phantasta Morgique. Janeto ging vor Leomara in die Hocke und drückte ihre Arme. Sie spürte es durch das Kostüm hindurch. Geht es dir gut, Mädchen? Leomara nickte. Sie wollte nur nicht, dass alle sie anstarrten. Ihr Gesicht wurde heiß, was wohl bedeutete, dass ihre Wangen knallrot wurden. Wenn ihr Bruder sie so sähe, würde er sie wieder Radieschen nennen. Die Gäste machten Platz für Leomaras Mutter. Auch sie hockte sich vor Leomara. Janeto zog sich mit einer Verbeugung zurück. Das bunte Schillern auf der Augenmaske. Erinnerte Leomara an ein Stück Eis, in dem sich Sonnenstrahlen gebrochen hatten.
Onkel Vascal hatte ihr erklärt, wieso Licht bunt werden konnte und dass das auch in einem Regenbogen passierte, aber in dem Stück Eis ließ es sich besser beobachten. Leomara hatte ihn in Grangor besucht. Ihre Mutter wollte nicht, dass Onkel Vascal zu ihnen nach Kuslik kam. Das hatte etwas mit seinem Ruf zu tun. Ihre Mutter streichelte Leomaras Wangen auf dieselbe Weise, auf die sie manchmal über die Rahmen ihrer wertvollsten Bilder strich. Grandezza, flüsterte sie. Ja, Grandezza, wahre Größe. Das ist sehr wichtig im lieblichen Feld, wo der Prolog unseres Romans Elfenkrieg spielt. Unsere Prologe sind eigentlich vorgeschaltete Novellen, also auch hier darf man sich auf etwa 100 Seiten freuen, die in diesem Landstrich spielen. Wir haben Leomara kennengelernt. Ihr Onkel Vascal ist auch noch sehr wichtig hier, das Verhältnis, das die beiden zueinander haben. Und natürlich Stella, die Mutter Leomaras und ihre Suche nach Grandezza. Ansonsten geht es in dem Buch auch im lieblichen Feld weiter, aber wir gehen auch in die dampfenden Dschungel im Süden Aventuriens und Beorn, den Blender, hat es in eine verzauberte Welt, in eine Elfenwelt verschlagen. Ich denke, das ist wieder eine sehr epische Geschichte, eine sehr farbige Geschichte auch, wo man wirklich eine fremde Welt einmal kennenlernen kann. Es ist allerdings der achte Teil unserer Phileas-Fon-Saga. Also wer vielleicht sagt, er hat im Moment viel Zeit zum Lesen und möchte dann die komplette Reihe sich mal anschauen, dann kann er anfangen mit Nordwärts, das ist der erste Band, Elfenkrieg, der achte Band, und das ist auch der aktuelle. Und insgesamt werden es 12. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie auf unserem Drachenboot begrüßen dürften.